Servus meine Imkerfreunde, Viecher, Dattnebe, Stockmeißel und ein bisschen für die Angstmenschen unter euch, so wie mich. Schutzkleidung, jetzt geht's auf zum Imkern. Oh, grüße meine Freunde, ich habe mal heute einen neuen. Vielleicht seid ihr mal separat dafür, das zu machen. Ich habe den schon ewig, aber ich habe ihn noch nie ausprobiert so richtig. Und warum nicht? Weil ich finde, dass das ein wenig kompliziert ist. Also ihr habt ja am Waldboden, wenn ihr da so seht, solche Teile rumliegen. Die haue ich jetzt einmal rein, weil das Gitter ist mir da unten einfach zu groß, zu grob. Und jetzt schauen wir mal, wie das so funktioniert. So. Eigentlich wollte ich mal separat den Film dazu machen, aber irgendwie haut es ja nicht hin. Ich glaube, ich brauche noch einen Klebestreifen. So. Das ist echt nicht schön, wie das so ist. So ein typischer Fall, versiegst du das, da hast du das. Zeit ist natürlich Mangelware. Ich weiß auch nicht, welches Produkt das ist. Ich mache ja auch keine Werbung. Also der ist größer, aber das Problem, was ich ja immer habe, ist, ich zeige euch das auch von meinem Gebrauchten. Sieht man das da, ist ziemlich schlechte Qualität. Da ist unten schon wieder durchbrannt. Und ihr habt recht gehabt, wie ihr reingeschrieben habt, es gibt hier keinen mit Feder mehr, sondern bloß noch mit Batterie. Also gut, dann probieren wir halt einmal das Zeug jetzt mit Batterie aus. Eigentlich wollte ich jetzt herrichten für die Bienen, weil so viel Zeit habe ich ja wieder mal nicht. Aber die Zeit musst du halt jetzt quasi nehmen. Aber ihr könnt da alles nehmen, was am Waldboden rumliegt. Das passt zumindest hier in die große Öffnung rein. Das hat schon mal seinen Vorteil. Wie jetzt natürlich der Praxis funktioniert, da schauen wir mal. Ich glaube, ich hau noch ein paar Kops rein später. Jetzt hau ich halt einmal so die Filme nacheinander rein. Es werden halt dann mehr Filme, aber anscheinend ist euch das egal. Also waren halt zumindest schon mal vor ewigen Zeiten diese Kommentare. Und da arbeiten wir jetzt dran. Der eine Bienenkasten übrigens, wenn ihr da mal noch schauen wollt, der ist geschlossen. Ne, das haben wir gestern, haben wir den zugemacht. Quasi den hier, der muss noch ein bisschen warten. Jetzt machen wir da weiter. Aber ich brauche erst einmal ein Bienenmaterial. Und der Smoker, also momentan bin ich mit der Leistung zufrieden. Ne? Aber der Akku ist natürlich auch schon, oder die Batterien sind hier schon 2-3 Jahre drin, wenn nicht länger. Mal schauen, wie lange das hält. Ja, dann fangen wir mal an. Ich denke mal, ich werde es natürlich wieder nicht fertig heute. Dann sieht er natürlich auch die ganzen Abschnitte, wie oft, dass ich da eigentlich dran bin und das so ein bisschen durchschneide. So, damit ihr dann einen Film kriegt. Es wird natürlich auch dementsprechend viel geschnitten. Ich habe ja pro Film, muss ich sagen, wo ihr jetzt seht, ungefähr 5 Stunden lasse ich ja die Kamera damit laufen. Und bis man das durchschaut, nimmt es natürlich dementsprechend Zeit in Anspruch und ja, ist dann auch dementsprechend langweilig, finde ich zumindest. Und deswegen bekommt ihr dann auch immer so wenig zu sehen. So, wo ist das Werkzeug? Da, Herbert, das Werkzeug. Aber da braucht man auf jeden Fall so einen Klebestift. Ich hole jetzt heute meinen Wagen wieder nicht dazu. Und zwar aus Zeitgründen, weil wenn mein Telefon schillert, und ich gehe mal davon aus, dass ich bloß so 2 Stunden Zeit habe, dann muss ich halt einfach weg. Wir haben hier wie immer, seht ihr ja, die Ameisen. Natürlich könnt ihr da mit Backpulver arbeiten,
Das würde schon sehr viel bringen. Aber wenn nicht, einfach abschütteln und gehen lassen. So, ich sehe hier oben schon wieder Brut. Das ist schon ein gutes Zeichen. Und also wenn das weiter so funktioniert, ne, der Rauch, dann bin ich ja mit dem auch sehr zufrieden. So, aber dadurch, dass der Kasten nebendran verschlossen ist, hätte ich gesagt, stellen wir das nicht drauf, das vibriert. Und wir wollen den Kasten nebendran ja nicht beunruhigen. Und deswegen fassen wir da, tun wir den Rauch hier mal woanders dahin. So. Kurzer Nieser dazwischen, hä? Hä? Nein. So, ich habe da die Königin, das ist ja schon mal super. Das heißt, wir können jetzt dann perfekt arbeiten. Da ist sie. Und brauchen uns so jetzt keine Gedanken mehr machen. Das heißt, ich hänge die jetzt natürlich dann auch weg und kann dann hier unbeschadet, unbesorgt rangehen an die Sache. So, bloß beim Weghängen müsst ihr natürlich wie immer auch aufpassen, wo ist jetzt das gute Stück. Weil wenn es dann unten an der Wabe rumkrabbelt oder so, dann habt ihr natürlich wieder ein Problem. Wenn ihr das, wie ich jetzt da so nebendran abstellt, dann kann das sein, so, wo ist sie? Dass es eventuell unten zerquetscht. So, ich habe jetzt eine Drohnenwabe geholt und das Problem an der Sache ist der Smoker, wie ihr schon gesagt habt, dass der halt, wenn es den brauchst, aus ist. So, also, dann musst du es halt so machen. Ich habe da mal ein Stück Kleber besorgt. Der muss halt jetzt warm werden. Ein Stück Kleber, ein Holz, dass der Button auch drin bleibt. Und jetzt kann er dann nochmal ansmoken. Und ich denke, dass das so ist wie bei dem anderen. Wenn der mal richtig warm ist, oder besser gesagt, wenn das erste Mal glüht da innen drin, dann habt ihr da auch kein Problem mehr. So. Königin haben wir weggehängt. Jetzt kann man das ganze Zeug, wie man es möchte, wieder zusammensetzen. Der ist sehr schön beieinander, sehr gut. Und jetzt bauen wir das Ganze mal wieder zusammen. Und dann können wir dann zum nächsten Kasten übergehen. Das heißt, ich habe den jetzt nicht links und rechts erweitert, sondern hier sind die, mal ein wenig besser einstellen, auf der rechten Seite sind jetzt die Brutwaben, da ist die Königin, da sind jetzt meine Brutwaben, die können sie dann ausbauen, dann können sie sich eben nach links erweitern. So. Und da setzt man das Brutnest jetzt oben drauf, also wie gesagt, ihr könnt es ja immer machen, individuell, wie ihr Lust habt, jeder imkert ja anders. Und da kann man das dann dementsprechend auch anders erweitern. So, jetzt hängt das alles dementsprechend schön auf der einen Seite und das fülle ich dann auch mit Leerwaben auf und was sie dann brauchen, das können sie dann dementsprechend sich anfertigen. So. Und da setzt man dann ganz einfach den Honigrahmen drauf. Das ist meine Futtertasche, das ist soweit schön leer. Und da mache ich das auch so, dass ich jetzt den Wabenanteil, den Futteranteil, seht ihr mich noch? Ja genau, ein bisschen höher stehen, Herbert, so. Dass ich hier diese Honigwaben und die Waben, was raus müssen, oder was ich denke, dass die raus sollen, werden da eingefügt und da dementsprechend mit Leerwaben auffüllen. Und dann können sie wieder machen, was sie wollen und mögen. Und wir haben dann wieder dementsprechende Luft und Zeit, so, bis wir da wieder reinschauen. So, der wäre fertig. Und dann muss ich ja jetzt für den nächsten Kasten wiederholen und vorbereiten. Da ist der Smoker auch, denke ich mal, wieder
so weit, dass er auch meinen Ansprüchen genügt. Und Paris, da schauen wir mal. So, zum Smoker nochmal dazwischen. Einmal Batterie tauscht. Er glüht mir hinten raus, das heißt, das Plastik ist schon angekokelt. Aber naja, also so begeistert bin ich jetzt nicht. Aber man muss sagen, wie gesagt, wenn er jetzt einmal brennt, dann schauen wir mal. So, haben wir da jetzt, das ist den Kasten, was wir vereinigt haben. Das schaut schlecht aus. Wieso schaut es schlecht aus? Die sind aber von unten nach oben durch. Die sind auch da nicht so wirklich ans ganze Futter ran. Aber sie sind zusammen. Das ist wahrscheinlich daran, dass der untere Kasten zu schwach ist. Da haben wir ja zwei schwache Kästen gehabt. Und die sind einfach noch nicht drauf. Und das muss man halt jetzt ändern. Und dafür sind wir ja jetzt da. So, jetzt müssen wir bloß schauen, Königin. Königin ist da. Wo ist sie hin? Da ist sie. Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall besser, wenn er das Ding in weiß macht. Und ja, ich weiß, es muss weiß sein. Ich war es ja nicht. Weißes Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Weisheit, Weissagungen. Machst das Ding wieder weiß, Herbert. So, wo ist er? Ich weiß es nicht. Da ist er. So. Jetzt kann man drin arbeiten. Schauen wir mal. Also wie vermutet, da ist unten keine Königin drin. Das heißt, wir werden jetzt die Völker hier ein bisschen vereinigen müssen. Ein bisschen Futter reinklotzen. Ja. Futterwaben hat er noch drin, er hat hier noch gar nichts gebraucht, das heißt der eine Kasten ist von dannen gezogen und wir haben den, ah da ist die Königin drin, aber das sollst du jetzt so nicht machen und wir haben jetzt hier ein kleines Problem, aber dieses Problem können wir ja beheben, hoffe ich. Erst einmal eine Futterwabe rein, das ganze Zeug neu ausrichten. Die alten Waben raus und dann muss man halt schauen, was mit dem wird. Also da könnt ihr vergessen, dass der für den Honigertrag heuer noch kommt. Ein normaler Imker schüttet den Kasten raus oder wir heben die Königin hier auch auf, wenn es Not an der Königin ist, dass irgendwo andere noch jetzt erweisenlos ist. Dass man die dann anfängt zuzusetzen. Ansonsten könnt ihr den Kasten in der Großimkerei wegschmeißen, den kehrt er raus. Und das war's, aber das machen wir nicht. Da ist die Königin. So, zärtlich rein, zärtlich die Leerwaben nebendran. Und wenn ihr ein paar ausgebaute Waben habt, dann muss ich jetzt nicht gucken, weil es passt mir noch nicht so ganz. Einschließlich neue Drohnenwabe ran. Und dann zum Kasten nebenan. So, ganz schwache Leistung. Der sitzt jetzt maximal auf, naja, so sollte er nicht einmal aus dem Winter kommen. Auf zwei volle Waben oder drei, könnte man sagen, ist ein Ableger. Aber das war ja bloß eine Handvoll Bienen.
Und dafür ist es ja nicht mal so schlecht. So, das war's. Und richtig hier für den nächsten. So, nächster Kasten. Resümee vom Smoker. Wie gesagt, wenn er mal anbrennt, dann brennt er. Aber ihr müsst ziemlich viel vom Boden, von dem Zeug aufheben. Und dann glüht er so vor sich hin. Und somit kann ich momentan arbeiten. So. Hundin? Da ist sie. So, weghinken, durchschauen, perfekt. So, definitiv nicht zum Aufsetzen. Ihr habt ja gesehen, Futterteig ist noch drin. Der sitzt jetzt allerdings auf 1, 2, 3, 6, 7 Brutwaben. Also der ist nicht einmal so schlecht, aber der braucht noch ein paar Tage. Und diese Zeit kennen wir ihn auch. Ja, und beim Rest, da schauen wir mal. Also man kann da jetzt auch nicht so erzwingen und sagen, ja, auf Biegen und Brechen aufsetzen. Geht auch nicht. Smoker funktioniert, wenn er funktionieren soll. Bin ich noch zufrieden. Auf zum nächsten. So, Werkzeug vergessen. Also wenn Ameisen drauf sind, erkennt er, dass ich da vorher auch nichts gemacht habe und nichts rein, also nicht reingeschaut habe, um euch da ein bisschen hinter das Licht zu führen. Es ist ja so, man hört es ja auch beim Aufmachen von Plastik, wo immer wieder die Kommentare kommen. Ja, den Scheiß, das macht man so nicht. Aber ich mache das jetzt schon seit Jahren. Und wie viele Plastiktüten benutzt ihr in euren Abfalleimer? Und wo ist überall Plastik? Und ich benutze ja das Plastik da, ja, naja, sagen wir mal gute, ich sag mal im Schnitt, sagen wir mindestens 4 Jahre, wenn nicht 5 Jahre, wo ich den einen Deckel immer wieder benutze und auch nicht austausche. So, dann hätten wir das Thema auch durch, so wie es da ausschaut, müssen wir auf jeden Fall eine Futterentnahme machen und mir krabbelt jetzt eine Biene am Bein rum. Also wieder mal in der Hose. Also wenn ich jetzt mal kurz schrei oder wegzuck, dann liegt es daran, dass mich das Ding gestochen hat. Ah, es ist soweit. Oh. Das Imkerjahr hat begonnen. Ja, ich hätte auch meine Socken über die Hose ziehen können, aber naja. So, der schaut ja recht gut aus, aber wo fangen wir an? Ah, shut up, da ist die Königin gleich drauf, ich zeige es euch aber nicht. Ja. Ganz zärtlich so, und jetzt ganz schnell, dass wir die unten wieder reinsetzen können. Normalerweise hat sie da eigentlich gar nichts verloren an der Stelle, aber ja. Wie gesagt, außen hat keine Königin zu sein. Da haben wir schon Drohnenwabe drin, sehe ich, der ist propfenvoll, der muss erweitert werden. So. Und das nächste Mal hole ich trotzdem meinen Wagen dazu, weil es einfach schönes Arbeiten ist und ich habe eigentlich gedacht, ich habe nicht einmal eine halbe Stunde. Aber die Zeit ist ja schon wieder lange rum. So, und eure Einstellung ist jetzt schlecht. Und das ist schlecht. Ja. Nur mal wegsetzen. So. Tun wir
das gleich einmal aufmachen. Da habe ich zwei dazu gesetzt, sieht ihr mal, alle zwei leergefuttert, dafür ist oben so voll. So, nehmen die jetzt noch raus, aus Sicherheitsgründen, dann kann man sehr schön arbeiten. Und jetzt stelle ich euch aber gleich einmal rum, weil sonst seht ihr nichts. Und ihr stört mich dann auch und das wollen wir ja auch nicht haben. Also die Königin war extrem ängstlich, die war auf reinem Futter, war wieder, hat die überhaupt nichts verloren. Und der ist ziemlich gut beieinander. Jetzt habe ich kleine Drohnenwabe neben dran gesetzt. Weil die Drohnenwabe, was da drin war, die war komplett verbaut. Die gehört eigentlich raus. Und jetzt muss man halt einmal so ein bisschen so gucken, wie wir das so machen. So, das ist ein bisschen kompliziert. Also da ist wieder mal keine Ordnung drin. Das sind jetzt alles da oben ein bisschen immer so Pollen, so Brutnester. Das ist das, was man eigentlich überhaupt nicht unten haben möchte. Aber eigentlich will ich auch da oben keine Brut draufsetzen. Aber in dem Fall geht es auch wirklich nicht anders da. Das muss halt jetzt so sein. Jetzt schauen wir mal, wie sich der entwickelt. Jetzt hat er ja auf jeden Fall wieder mehr Platz. Aber das ist jetzt so ein Kandidat, wo ich sage, der gehört dann auch bald wieder aufgesetzt. Ja, je nachdem, wie er so... Also der ist ja wieder total außerhalb von der Norm. Ja, schauen wir mal. Ne? So, den haben wir in der Mitte rüber geschoben, weil da haben wir einen weg, dass die Flugbienen da wieder rein können. Das heißt, wir ziehen den jetzt langsam wieder rüber, natürlich nicht auf einen Ruck, sondern nach und nach. Dann können sich die Bienen auch dementsprechend wieder daran gewöhnen und umorientieren, dass das passt. So, dann schauen wir mal, ob wir die Königin gleich wieder erwischen. Ich hoffe ja nicht. Das gefällt mir nicht. Oh, da haben wir Absperrgitter dazwischen. Da ist es ja dann sehr einfach. Aber ihr seht, ich sehe das, weiß das auch nicht, aber dann können wir ja den, was wir aufsetzen wollen, so aufsetzen. Naja, öfters mal was Neues. Ja. Das Problem, was allerdings ist, ist, dass da oben Stifteln drin sind. Ja gut, oder ich habe hier zwei Königinnen drin, das weiß ich jetzt nicht. So. Der ist komplett voll bestiftelt. Oder auch komplett verdeckelt. Je nachdem, welche Wabe ihr habt. Dann können wir eigentlich, wenn das so weiter passen würde, den komplett runtersetzen. Und fertig. Ich habe sie gefunden. Die Frage ist, ob ich das jetzt noch mal finde.
für euch, aber das ist halt jetzt blöd. Wenn ihr nicht Bescheid wisst, dann muss man halt die Königin suchen. Und ich weiß, das Gejammer, aber wir sind ja unter uns. Wir punkten, wäre besser. Werdet mir verzeihen aufgrund der Zeit, aber wenn ich da ist. Da. So, und jetzt kann man den oben noch mal wegsetzen. Und dann schauen wir mal, was unten soweit ist. Und ja, also der ist schön beieinander. Wenn ich den jetzt gut durchsortiere, so wie ich das mir vorstelle jetzt so, dann würde das auch ganz gut passen. Das bereiten wir jetzt natürlich gleich mal vor, um dann auch so keine großartige Zeit zu verlieren. Ja, wo ist die Drohnenwabe? So. So wie es ausschaut, haben wir den vereinigt, siehst, da ist die Kreide von weggegangen, die Kreidezeit. Ja, für das haben wir jetzt einen super Kasten. Das ist das, wenn er jetzt natürlich schreibt, also einen Schreiben in dem Hinsicht, ihr habt eine, na, sagen wir es, eine Karte, wo auf jeden Kasten drauf schreibt, habt das natürlich besser. Jetzt müssen wir natürlich noch zärtlicher hantieren, aber ich werde jetzt hier einen Versuch starten. Und zwar werde ich den Kasten nicht zusperren. Warum nicht? Und zwar habt ihr gesehen, wir haben den rübergeschoben. Jetzt kann sich dann das Bienchen raussuchen, wo es hineinfliegen möchte. So. Und dann sehen wir mal, wie sich das Ganze dann verhält. Für wenig Geld. Dann schieben wir den ganz einfach jetzt komplett rüber. So. Und den schieben wir darüber zusammen. Und jetzt können wir ja schon mal austaxieren, wie das dann so funktioniert. So. Jetzt muss man natürlich wieder beim Reinsetzen auch die Königin finden. Da ist sie. Schöner, ruhiger Kasten. Schön Brot drin. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Jetzt setzen wir das darüber. Oh, jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Natürlich habe ich jetzt in dem Kasten mehr Bienen drin, als in den. Weil da fliegen ja ziemlich viel wahrscheinlich wieder zurück. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir halt einmal durch. Aber gut sind es auf jeden Fall, oder besser wie der vordere, was wir gesehen haben. So, manchmal geht es schneller als erhofft oder gedacht. Da. Habt ihr die Königin? Das, also ich mache da jetzt keinen Beschiss an euch. Also ihr seht es ja wirklich selber. Da sind einfach zwei Königinnen drin. Und wenn ihr das in früher zeitnah macht, habt ihr keine Probleme. Und so sollte es sein. Und jetzt habt ihr eben einen starken Kasten. Außer bei dem einen Kasten,
der wo jetzt weisellos gewesen ist, na ja gut, da kann man ja jetzt nicht so wirklich was dafür. Da habt ihr halt dann Glück gehabt, dass ihr gerade da den einen draufgesetzt habt. Ja, jetzt müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, das Flugloch sperre ich nicht zu. Jetzt haben wir zwei Kästen zusätzlich. Platz haben sie genügend. Da müssen wir jetzt mal schauen. Ja, da kommen wir es halt dann da noch ein bisschen raus. Da müssen sie es selber denken. So, das schaffen die schon. Und wir brauchen einfach bloß schwenken zum nächsten Kasten. Und wenn der zu schwach ist, naja, das ist wie gesagt, normalerweise drei Dach zumachen. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ich die Flugbienen hier ein bisschen, ne, auch an den anderen orientieren. Aber das sehen wir ja dann beim nächsten Mal. Da hinten ist mein Wagen. So, auf zum nächsten. Der Rauch funktioniert immer noch. Das Problem an dem Rauch meiner Meinung nach ist, dass der verheizt das Zeug. Jetzt kam der Anruf, dann sage ich mal, ich lasse es jetzt stehen und liegen. Und vielleicht schaffe ich ja heute dann noch die anderen zwei Kästen. Wenn nicht, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch passt es jetzt, dass ich mehr Filme einstelle. Damit ohne vergessen. Frage-Antwort. Vielleicht fahre ich jetzt zum Kaffee trinken und könnte mir das eine Frage-Antwort vielleicht schon mal durchspielen. Schauen wir mal. Aber das kommt dann wirklich als Pausenfüller damit rein, sage ich euch gleich, dass wir vielleicht doch auf einen Abschnitt von 14 Tagen kommen. Ja, ciao. Ja, kriegt ihr mit, jetzt fängt das Regnen an und es hat jetzt angefangen. Deswegen habe ich auch keine Filmaufnahme mehr gemacht. Das ist jetzt der neue Spieleraum, der wird in ein paar Jahren auch eingestellt, wie ich den gefertigt habe. Und da bin ich dann auch zwischen die Spannen runtergefallen. Ja, ich bin noch hier, ich habe mir nichts gebrochen, sonst könnte ich ja auch nicht filmen. Aber das ist ja auch schon ein paar Monate her, wo ich das gebaut habe. Und ja, siehst du, das muss ich nicht wegräumen. Und seht ihr mal auch einen kleinen Schwenk, was ich so noch nebenbei mache. Für die Bienenkästen her hat alles gepasst. Es gibt jetzt zwar nichts zu sorgen. Dann schauen wir mal, wann wir den nächsten Film dann einstellen. Frage-Antwort hat jetzt wieder nicht hingehaut, nicht gefunzt, nicht geklappt. Aber ich bin da noch dran. Beim Rest, das schauen wir mal. Servus. So, meine Freunde, der dritte Tag ist rum. Jetzt habe ich auch doch Handschuhe, glaube ich, habe ich einstecken. Dann machen wir da mal schnell auf. Eigentlich ist jetzt morgen der dritte Tag erst, aber heute ist es ziemlich schön warm. Und ja, ich mag das wirklich so nicht. Mein Gefühl sagt, hofft, dass das jetzt passt. So, ich ziehe den oberen Flugkeil nicht raus. Ich mache jetzt bloß den raus. Da. Und beim Rest, da könnt ihr jetzt einmal schauen. Die müssten jetzt eigentlich rückwärts wegfliegen und dann passt es. Und so wie das ausschaut, machen sie das auch. Also wie gesagt, den Flugkeil, den mache ich erst später rein. Aber da hole ich euch heute dann wieder mal dazu. So, ich habe jetzt gerade den Keil drauf und da kommen die ersten kleinen zurück und die finden natürlich da den Eingang, das ist klar durch den Keil. Auch so stark ist der jetzt nicht beieinander. Wir können nochmal schnell rüberschauen, wie die anderen ausschauen und dann Schlussstatement. So, das sind die anderen zwei, da schaut es ähnlich aus. Rechts, das ist jetzt der Standardkasten. Und links haben wir ja nicht zugemacht, aber da sind jetzt gerade schon ein paar rein, da seht ihr das schon. Hier, der ist natürlich nicht so glücklich beieinander, jetzt habt ihr gerade eine vereinzelte gesehen beim Reinlaufen. So schaut es jetzt momentan aus und ja, da kommt wieder eine. Also, ich habe jetzt die Kommentare heute noch nicht gelesen, ich schaue, dass ich den Film morgen rausbringe und dann sage ich mal, keine Ahnung, wann ich jetzt wieder in die Bienenkästen reinschaue. Ich werde euch halt dann einfach so wie ich das jetzt mache, vielleicht beibehalten. Muss ich mal schauen, wer das schreibt. Und beim Rest
Da schauen wir mal. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Daumen hoch nicht vergessen. Und das muss ich auch noch ändern. Ihr seht, wir haben jetzt zwei Fluglöcher. Eins oben, eins unten. Das obere muss man eben dann noch einmal den kompletten Rand schneiden. Servus!